Also ich heiße Brian John Frey. Seit 2014 weiß ich von meiner Krankheit der Multiplen Sklerose. Ich habe schon Anzeichen gehabt, Jahre davor. Da wurde es aber noch nicht diagnostiziert. Und seit 2014 durch das Siloer Krankenhaus und durch das SAA Klinik in Lerm-Steinbach ist dann festgestellt worden. Genau. Und bis dahin hast du viele Medikamente genommen? Ich habe probiert gegen mein Augenzittern, was auch von der Multiplen Sklerose kommt. Die haben aber keine Wirkung gehabt. Und habe mich, erstmal war ich da ein bisschen orientierungslos und habe auch wirklich nach etwas gesucht, wo mir auch es deutlich helfen tut. Und wie bist du da auf uns gekommen? Ich habe mich informiert. Ich wollte schon immer professionelles, authentisches Tai Chi machen. Und habe halt im Internet geforscht und habe gesehen, dass es in Pforzheim angeboten wird und habe daraufhin Kontakt dann aufgenommen. Und wie tut dir das Training? Das tut mir gesundheitlich sehr gut. Es hat sich auch gebessert. Mein Sichtfeld, mein zentrales Nervensystem, mein Gleichgewichtssinn, das hat sich gesteigert. Meine Konzentration hat sich gesteigert, wo auch die Multiple Sklerose oft angreift, das Gehirn, das ist auch besser geworden. Das ist auch nachdem du die Medikamente abgesetzt hast. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, es ist deine Arbeit, dein In-Training, dass deine Tüchtigung dich selbst wieder belohnt hat. Genau. Als was arbeitest du? Ich arbeite als Heilerziehungspflegeassistent bei der Lebenshilfe. Ich habe sehr viel mit Menschen mit hohem Hilfebedarf zu tun. Das heißt, ich muss auch körperlich sehr viel auch mal arbeiten, weil es überwiegend Senioren sind. Und auch geistig, also psychisch, ist natürlich auch sehr belastend. Und da hat er auch das Training ein bisschen geholfen. Das auf jeden Fall, das war ein toller Ausgleich für mich, auch gesundheitlich. Ich konnte mich auch entspannen. Ich konnte auch meine Körperwahrnehmung viel besser wahrnehmen. Ne? Also viel Beim besser Sachen auch, tragen, ja, andere genau, Menschen tragen. spüren, ja, auch besser heben, anlüpfen, ja, wo ich viele Fehler gemacht habe, übers Kreuz gearbeitet habe, als auch falsch war. Jetzt tut es weniger Rückenweh. Ja, richtig. Ja. Okay, super, danke.